Moin Leute, willkommen zurück und ein herzliches Willkommen heute mal zu einem kleinen Vergleichsvideo. Und zwar haben wir heute die beiden erschienenen Microfighter AT-ATs mit dabei. Auf der rechten Seite natürlich die Version von 2021, auf der linken Seite die Version von 2015, ist also schon ein bisschen her. Beide Versionen wollen wir heute mal vergleichen und uns die Modelle ein bisschen genauer anschauen, wie das Ganze gebaut ist natürlich. Und dann natürlich auch auf die verschiedenen Einzelheiten, Spielfunktionen und so weiter eingehen. Ich habe mir mal in alter M&R-Manier hier so eine kleine Liste gemacht mit verschiedenen Punkten, die wir heute abarbeiten wollen. Und ich habe da so ein bisschen was von ihm übernommen, einfach weil ich die Idee total cool fand. Und ich dachte, dass man das vielleicht auch bei diesem Video hier gut anwenden kann. Ein Blick auf die einzelnen Modelle. Hier haben wir die Version von 2015. Es kam mit einer Minifigur, nämlich dem AT-AT Driver, und kam damals aus der Microfighters Serie 2. Das ist schon ganz schön lange her. Das Set hat 10 Euro gekostet, also 9,99 Euro. Durch die Inflation wären das heute 10,70 Euro circa. Und wie ihr auf der Rückseite der Packung seht, man hatte die Möglichkeit, zu seinem AT-AT noch einen Snowspeeder zu kaufen, gegen den man dann halt kämpfen konnte, wenn man das gerne wollte. Die Version von 2021 kommt dann mit einem Towntown mit dazu. Das ist nicht optional, sondern das ist dann tatsächlich immer mit drin. Also es gibt nur dieses Doppelpack für 19,99 Euro. Hier haben wir dann zwei Microfighter drin. Genauer gesagt, wir wollen natürlich heute trotzdem nur auf das eine eingehen. Wenn man den Preis also einmal komplett halbiert, haben wir trotzdem unsere 9,99 Euro für einen Microfighter. Es ist aber nur, kurz am Anfang nochmal gesagt, man muss halt beide kaufen. Also man kann nicht nur den einen dann erwerben. Hier haben wir auch eine Minifigur mit drin, ebenfalls einen AT-AT-Driver. Auf die beiden AT-ATs werden wir natürlich auch gleich noch eingehen, auf die beiden Figuren selbstverständlich. Und hier hinten können wir noch einmal kurz sehen, auf der Box haben wir die beiden auch noch mal kurz abgebildet. Und ich muss an der Stelle einmal kurz sagen, die Boxen nebeneinander, das sieht man, dass irgendwie, ich weiß nicht, was hier los war, aber hier war irgendwie so ein richtig harter Angriff, der hier auf der Box stattfindet. Und hier ist er so, hey, lass mal ein bisschen spielen. Er hier schlittert schon fast übers Eis, der hier ist auch nicht so. Und hier ist so richtig der Angriff des Todes. Beginnen wir mit der ersten Kategorie, nämlich den Minifiguren. Und da dieses Set halt nur eine einzige Minifigur enthält, wird diese Kategorie ziemlich ausführlich für die neue Version wahrscheinlich ausfallen. Zumindest meiner Meinung nach sind die Details auf dem Torso und auf dem Helm einfach noch ein bisschen cooler geworden. Ich muss an der Stelle aber auch sagen, dass gerade wenn man sich den Helm mal anschaut, sind die Prints irgendwie schlechter geworden. Ich weiß es nicht. Die sind so ein bisschen frisseliger. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera genauso erkennen kann. Die linke Version, also die 2015er Version, war noch richtig crispy und clear und schön bedruckt. Und die rechte Version ist irgendwie seltsam. Und auch auf der rechten Seite, da könnt ihr unten mal diesen einen, da sind ja die zwei Kreise unten am Helm. Und da sollte auf dem rechten auch noch so ein roter Punkt sein. Der ist irgendwie verschoben. Also die Qualität des Prints ist irgendwie nicht mehr so gut auf der neuen Version. Ich weiß aber auch nicht, ob das vielleicht nur mein Helm hier dann trifft. Ansonsten bei beiden Versionen einmal kurz auf die Rückseite schauen, könnt ihr hier sehen, da ist auch so ein bisschen Veränderung noch. Da finde ich sogar die linke Version fast noch ein bisschen schöner, aber rechts haben sie das Weiße dann mit Silber ersetzt. Das sieht vielleicht auch gar nicht schlecht aus. Beide Helme einmal abgenommen, haben wir hier auf der rechten Seite einen sehr Angry Clone und auf der alten anderen Seite dann den Angry Clone Face. Also gut, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Beide sind irgendwie nicht so die wunderschönsten. Und der linke hat dann einen normalen Blaster mit drin, was ihm meiner Meinung nach einen Pluspunkt gibt, weil ich nicht so der Stud-Shooter-Fan bin. Ich finde sie nicht schlecht, für Kinder sind sie absolut cool. Das wird auch in der Playability, also in der Funktionenreihe dann noch mehr hier reinbringen. Aber auf der linken Seite ist es halt so, dass der Blaster einfach viel, viel besser zur Figur passt und deswegen keine Ahnung. Aber auf jeden Fall von der Figur her finde ich die rechte einfach deutlich besser. Die zweite Kategorie lautet Funktionen und da werden wir uns die beiden natürlich einmal kurz side by side anschauen. Ihr seht schon, die sehen sich relativ ähnlich, sind aber eben nicht komplett gleich. Beim linken, also der älteren Version, haben wir hier zwei Shooter, also zwei von diesen Flickfire-Missiles, die wir eben gerne rausschießen können. Die sind nicht besonders effektiv, aber man muss an der Stelle sagen, es sind Funktionen und es sind natürlich Dinge, die man dann auch im Kampf oder beim Spielen irgendwie benutzen kann. Ist super cool, gefällt mir sehr. Dann haben wir hier zwei Hebel, die dann als Kanonen benutzt werden und die lassen sich auch bewegen, also nach rechts und links dann relativ easy und nach oben und unten kann man natürlich auch, wenn man das gerne möchte. Der Kopf lässt sich nach oben und nach unten bewegen, ist natürlich nichts, was jetzt besonders dem Spielverhalten beibringt oder so. Das ist einfach nur, um es dann nett aussehen zu lassen. Und die Füße lassen sich natürlich bewegen in alle Richtungen und so weiter und so fort. Also die sind dann komplett beweglich, wenn man den AT-AT halt gerade in irgendeiner bestimmten Position aufstellen möchte. Der rechte, also der neuere von beiden, hat nicht ganz so viele Funktionen. Er kann den Kopf bewegen, das finde ich auch ziemlich cool, nämlich nach rechts und links. Das konnte die alte Version nicht. Nach oben und unten geht natürlich auch. Den können wir auch drehen, wenn wir ihm gerne das Genick brechen möchten. Wollen wir natürlich nicht. Auch die Beine lassen sich natürlich bewegen, muss bei einem AT-AT nun mal so sein. Und eine Sache finde ich übrigens noch besser, aber da werden wir gleich im Design noch kommen, nämlich dass die Füße sich eben nicht so weit bewegen lassen wie bei dem anderen. Hier drin haben wir keine weiteren Funktionen. Hier können wir nur Figuren dann reinsetzen, wie wir das hier auch schon konnten. Ansonsten, der hier hat keine Schuhe.
Shooter mehr. Deswegen würde ich persönlich sagen, da dieser hier eben Shooter hat und man dem noch ein bisschen mehr Spielfreude vielleicht zuweisen kann, weil er eben diese Shooter mit dran hat, würde ich den Punkt in dem Fall der älteren Version geben. Wir kommen zur Kategorie Design und an der Stelle möchte ich eben genau eine Sache ansprechen, die ich eben nämlich schon mal zumindest geteased habe. Und zwar haben wir natürlich hier die Beine und bei dem hier könnt ihr gestrickt sehen, also das geht wirklich nur bis zu diesem einen Punkt hinten und vorne. Das heißt, wenn man hier drauf drückt, da bleibt der so. Und der hat quasi, wenn ihr die Beine einmal so hinstellt, hat der, wenn ihr drauf drückt, die perfekte Standposition. Beim älteren ist das ein bisschen anders. Wenn ihr hier nämlich drauf drückt, dann flapscht er in sich zusammen und ist so ein bisschen so ein Hund, der vielleicht unten auf dem Boden liegt und winselt. Sieht nicht mehr ganz so schön aus und deswegen würde ich dementsprechend sagen, das ist definitiv ein Punkt für den neuen. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch sagen, zusammengefaltet, also wenn man ihn so einfaltet, passt der in die Box, beziehungsweise besser, wenn man ihn irgendwo unterbringen möchte. Ist natürlich jetzt nichts, was dann tatsächlich dem Design zukommen lässt oder ein Pluspunkt ist, aber ich fand es ganz interessant, zumindest für euch mal kurz zu sagen, dass das eben auch eine Sache ist, die vielleicht gut sein kann. Ich finde sie aber persönlich blöd, weil gerade wenn man versucht, irgendwie die Figur hier reinzusetzen und der ganze AT-AT in sich zusammenbricht, finde ich das einfach nicht schön und das passt für ein Spielset absolut nicht. Ansonsten designtechnisch, glaube ich, geht der Punkt wieder an die neue Version, weil es ist einfach ein viel, viel besser, also viel detailreicheres Modell. Wir haben natürlich die großen Shooter nicht mehr, die hier dann besser zum Design passen, definitiv. Und hier vorne haben sie auch noch ein bisschen was improved. Der Kopf ist halt relativ neu gemacht. Da muss ich allerdings sagen, gefällt mir die ältere Version von diesen Augen besser, also von diesem Cockpit, was da vorne drin ist. Da ist die neue Version halt geprintet und beim alten war es halt ein richtiger Trans-Red-Stein. Das fand ich ein bisschen schöner, weil es passt irgendwie besser zu dem tatsächlichen Cockpit. Ansonsten hier hinten, wie gesagt, also alles, hier ist es nicht besonders symmetrisch, hier ist es halt relativ flach, hier ist es halt ein relativ toller Körper, also so ein halbrunder Körper fast schon, aber sehr eckig natürlich auch. Also es ist alles in allem eine bisschen besser designte Version von diesem AT-AT, dieser Körper vor allem hier hinten, passt einfach besser. Den Kopf würde ich dem Punkt hier geben, also das gefällt mir hier ein bisschen besser, ansonsten nicht viele Änderungen hier. Hier hinten ist noch ein Clip dran, den habe ich noch nicht ganz verstanden, ich weiß nicht genau, wofür der ist. Aber ansonsten, da ist nicht viel an Änderungen hier. Kommen wir zum Punkt der Preis-Leistung. Da würde ich sagen, ehrlich gesagt, ist es nicht ein großer Unterschied, weil beide kosten ungefähr 10 Euro. Die 70 Cent lasse ich hier in dem Fall mal fallen, weil das ist nicht wirklich der große Unterschied. Und beide kosten ungefähr das gleiche und haben ungefähr auch eine ähnliche Teileanzahl. Ich finde ihn hier noch etwas schöner, aber das ist natürlich ein Design-Aspekt und kein Preis-Aspekt. Also beide sind für den Preis definitiv wunderbar. Beide haben eine Minifigur von einem AT-AT-Driver mit dabei, also der einzigen Figur, die also wirklich in dem Fall passt zu einem solchen Schiff. Und beides sind auch tolle Figuren. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die eine Figur jetzt irgendwie schlecht ist oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich beide Figuren auch definitiv passend. Beide Sets sind absolut cool und für 10 Euro kann man da bei beiden absolut nichts falsch machen. Am Ende bleibt auf meinem Zettel nur noch ein einziger Punkt und zwar meine eigene Meinung. Und da würde ich in dem Fall tatsächlich sagen, gehört für mich der neuere natürlich zu den besseren Modellen. Man bekommt gleich in der Packung noch einen weiteren Microfighter mit drin. Das hätte man hier dann nochmal extra kaufen müssen. Ist natürlich vom Preis her in Ordnung, aber ich finde es gerade cool, dass man eben die beiden dann in einem Packen kaufen kann und nicht dann irgendwie, dass das eine ausverkauft ist und man dann wirklich nur mit dem AT-AT zu Hause sitzt und sich ärgert, dass man nochmal irgendwo extra hinfahren muss, um dann nochmal das andere Schiff zu bekommen. Ansonsten finde ich auch die neue Version einfach cooler detailliert oder besser detailliert und bessere Details hier unten, gerade vor allem mit diesen kleinen Kanonen, die hier noch dran gebaut wurden, die hier in den alten Versionen hier so ein Plate Modified waren. Dieses Ding finde ich nicht ganz so gut, also dieses Printed Teil ist natürlich schön, dass es printed ist, aber da vielleicht dann doch nochmal einen Umbau, den ich machen kann in so ein Trans Red Plate 1x2 hier, das sieht vielleicht dann doch gar nicht so schlecht aus, muss ich mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie mache. Ansonsten, das Cockpit gefällt mir deutlich besser beim neuen und deswegen werde ich meinen Punkt definitiv dem neuen geben und der alte bekommt dann halt den einen Punkt. Also das hier sind 2 Punkte und dann hier ein Punkt. Am Ende, wie es bereits zu erwarten war, sind beide nicht besonders weit entfernt voneinander. Wir haben die neue Version mit 9 Punkten und die alte Version mit 7 Punkten. Also die sind wirklich relativ nah aneinander. Und das ist, glaube ich, auch mein Endpunkt mit diesen beiden Sets. Man kann mit beiden nicht wirklich was falsch machen. Es sind beides wirklich wunderbare Bandelle. Bei einem müsste man dann vielleicht noch ein bisschen hier was verändern, dass die Beine halt nicht einklappen. Aber das ist natürlich einfach zu machen, wenn man hier einfach mal so eine Plate runterbaut oder so. Das geht definitiv. Ein bisschen Kreativität ist bei Lego ja immer dabei. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welches euer Lieblings-Microfighter von den beiden AT-ATs ist, ob ihr einen habt oder ob ihr sagt, ist mir völlig wurscht, ich bin froh, dass ich überhaupt einen habe. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Tag und ciao.